I hunt monsters. Creatures that do not belong in this world. My name is Sylvia. 1 year ago, I lost my memory in an accident. My life in the Order is all I can remember. Everything before is but a blur. Still, the past has a way of catching up with you. Moin und willkommen zu Grimmige Legenden 3, die dunkle Stadt in der Sammleredition. Wir heißen nicht Sylvia, sondern ich bin der Hero of Might and Magic. Jetzt stellen wir erstmal hier gerade ein bisschen was ein. Ne, das wollen wir gerade einmal nicht. Wir wollten mehr Option da, genau. Schön. Machen die Musik ein bisschen leiser. Sound auch. Die Stimmen können ruhig. I'm ready, Master Solomon. Genau. Vollbild, HD, Schwierigkeitsgrad. Machen wir Experte. Und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Sondern einfach anfangen. Schön, dass man hier so, wenn man sich bewegt, auch sich das alles so ein bisschen mitbewegt. Das gefällt mir. Spielen. Wir fangen mit der dunklen Stadt an. Wir haben Experte ausgewählt. Damit Tipp und Überspringen laden sich langsam auf. Aktive Bereiche funkeln nicht und werden nicht auf der Karte, werden auf der Karte nicht angezeigt. Wimmelbild 10 werden nicht angezeigt. Es gibt eine Strafe für falsches Klicken in Wimmelbild 10. Es gibt keine Einführung. Okay, wollen wir mal gucken. Prolog, das Theater. Sylvia, my favorite acolyte. Always on time. The Order has been summoned here because of a monster sighting. I doubt it's a mask wraith, but we can't be sure. Find a way in. I'll search for an entrance from the other side. And Sylvia, step light, strike fast. I'll be careful, Master Solomon. Neue Aufgabe, geh ins Theater. Aber ich will mich einmal kurz hier mit dem Menü zurechtfinden. Da haben wir die Karte. Weg blockiert, du bist hier, okay. Und das ist unsere Aufgabe. Geh ins Theater. Sonst haben wir hier erstmal noch den Tipp. Den brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Gucken uns einmal um. Was haben wir denn da? Ein bisschen was wegräumen und dann haben wir da eine Stockhälfte. Da haben wir noch eine Zange. Ein Kartenlocher. Und das. Die erste Regel beim Schlösserknacken: habe immer einen Dietrich dabei. Die Stockhälfte können wir nicht nehmen. Okay. Da brauchen wir was anderes für. Was haben wir denn noch? Irgendwas ist da. Wenn ich die Flagge herunterhole und in sich verdrehe, dann könnte ich hinaufklettern. Vielleicht mit der Stockhälfte. Passt nicht. Nicht lang genug. Was haben wir denn noch? Die Tür, da kommen wir nicht rein. So, einmal sich ein bisschen umgucken. Das hatten wir uns angeguckt, die Tür. Is someone there? Brettern zugenagelt, vielleicht. Der Kartenlocher. Jetzt können wir. I can't fit! Oh no, it's coming! Ein Pluszeichen bedeutet, dass du Objekte miteinander kombinieren kannst. Okay. Setze den Stock zusammen. Das ist neu gegenüber dem ersten und zweiten Teil. Jetzt Sachen kombinieren kann.
Und jetzt mit dem längeren Stock können wir doch da endlich ankommen. Und jetzt Dach des Theaters. Okay, was haben wir da? Haben wir so zwei... Oh ja, ist so eine Klammer. Dietrich? Ah. Ich habe das Fernglas benutzt, um einen genaueren Blick auf die Kreatur zu werfen. Es ist in der Tasche. Dieser G scheint mehr als nur etwas seltsam zu sein. Da brauchen wir was für. Was es ist, weiß ich noch nicht. Sieht auch gefährlich aus. Oh, da brauchen wir auch noch so ein paar Teile. There's the monster, but it's too far away to get a good look. Mache einen Plan, um die Kreatur zu besiegen. Erstmal das Offensichtliche mitnehmen. Eulenscheibenteil. There's the monster. But it's too far away to get a good look. Ja. There's the monster. Ja. But it's too far away to get a good look. Ich glaube, hier sind wir erstmal durch. Gehen wir erstmal zurück. Wir haben jetzt einen Dietrich. Hierfür. Achso, jetzt muss ich... Aha. So. Jetzt haben wir schon mal... eine mechanische Maske. Jetzt können wir wieder rauf. Mechanische Maske ist dafür nicht. Da es kommt... das Eule, die Eule rein. Aber hierfür. Ah, jetzt haben wir da noch ein Eulenteil. Die Frage ist, was müssen wir hier jetzt machen? Vier Vertiefungen, vier Masken. Da sind so viele möglich gekommen. Es muss irgendwo einen Hinweis geben. Ja, da warten wir erstmal auf den Hinweis. Und gucken erstmal hier, was in der Tasche drin ist. Haben wir ein Objektiv und das ist das andere, ne? Was haben wir noch? Objektivgehäuse. Der Griff dazu. Was haben wir noch? Eieiei. Wird ja eine richtige Baustelle hier. Sonst? Gut, was haben wir? Alles klärchen, gut. Dann wollen wir mal hier zusammen basteln. Gut. Jetzt noch der Griff dafür. Nee. Was machen wir jetzt mit dem Fernglas? Können wir uns das genauer angucken? Monster. The mask. The mirror. Could it be a mask wraith? Die Geisel. There's that little girl. She's hiding. I need to save her before the monster sees her. Dann noch eine Falle. There's a set piece hanging just above that creature's head. Dann brauchen wir noch einen Auslöser. Ah, da hinten. Da. And the rope is attached backstage. If I could get down there. Okay, wenn wir da, boom, 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 und dann haben wir's. Gut. There. That ladder leads to the roof. That's the way in. Okay. Jetzt haben wir auch den Plan gekriegt für die. Ja. Die Masken hier, das aufzumachen. Da kommt Gelb hin. Rot. Und Grün. Jetzt. Und runter. Aufgabe gelöst, geh ins Theater. Jetzt können wir. Besiege die Kreatur und rette das Mädchen. Na, können wir hier irgendwie. Da ist eine Scherbe. 7 Jahre Pech und ein scharfes Stück Glas.
Okay, bringt uns gerade nicht weiter. Wahrlich ein gordischer Knoten. Oh no, I'm not going anywhere. He'll see us. Er würde uns sehen, genau. Da ist sonst noch irgendwas. Shh, he'll hear you. Können wir vielleicht? Genau. Und jetzt müssten wir es doch durchschneiden können. What? A theater prop? And scene. Was I convincing? I knew I'd be a good victim. That monster was so cool. Why? Who's behind this? The man who was here said you should check the gramophone. It's under the hood. Aufgabe gelöst, besiege die Kreatur und rette das Mädchen. Spiel das Grammophon ab. Spielseite B rückwärts. G. Was ist das? Eine Art Test? Achso, da kann man. Okay. Okay. Ich sollte sicherstellen, dass Blatter auch rückwärts läuft, wenn ich es noch einmal laufen lasse. Die Eule hält ihre Beute fest im Griff. Achso, da. Indikatoren, keine Tasten. Eine runde Vertiefung. Bekomme ich es so dazu, rückwärts zu spielen? Nur was packen wir da rein? Da haben wir noch nichts. Das ist auch so ein bisschen hier einmal umgucken. The man who was here said you should check the gramophone. Ja, das haben wir ja schon gemacht. It's under the hood. Ja, haben wir, Mädchen. Karte. Weg blockiert, Weg blockiert. Okay, brauchen wir nicht zurück. Da ist ein Loch, eventuell um die Feder aufzuziehen. Nur wie kriegen wir jetzt was? Ja, ich will doch nicht, oder? Ah, Moment. Der Violinschlüssel. Jetzt können wir die Scheibe wieder drauflegen. Okay. Das war einfach so. Ah, da ist die Kurbel. Alles klar, Rätsel gelöst. Kurbel, ich möchte aber... Ich möchte einmal drehen. Okay, nee, dafür ist es nicht da. Drehen wir die Kurbel. Achso, das ist jetzt der Änderungsanzeiger. Und jetzt drehen wir einfach, dass er andersrum spielt. Und nein. Und jetzt kommt. My plan succeeded. You've left headquarters wide open. Always have to do things by the book. It was easy to fool you. This time, Solomon, you won't be there to stop. We must return to headquarters immediately. The treasury. The thief was here. Let's hope the incarcerate stone is safe. Take this. Neue Aufgabe. Durchsuche die Schatzkammer des Ordens. Check the treasury. I'll organize the search. Ja, jetzt müssen wir uns ein bisschen umgucken. Wir, die Mitglieder des Ordens, widmen unser Leben um die Kreaturen von außerhalb dieser Welt mit all unserem Mut, unserer Weisheit und unserer Schleue zu bekämpfen. Was haben wir sonst noch? Die Incarcerate-Steine werden hinter dieser Tür aufbewahrt.
Die Koshmar, die in diesem Stein eingesperrt sind, sind mächtig genug, um ganze Städte zu vernichten. Da ist ein... Ah, guck mal, was haben wir denn da? Er lebt und atmet regelmäßig. Neue Befehle. Wir haben einen eiligen Ruf zu einem verlassenen Theater erhalten. Ihr zwei solltet die Schatzkammer bewachen. Seid wachsam, Meister Solomon. War das nur ein Trick, um uns irgendwo hinzulocken? In Karischerben? Die können wir jetzt einsetzen. There is another world beyond our own. The world of nightmares. Finde im Bild zwei Runen, die denen auf der Kristallkugel gleichen. Aber die? Dann noch auf der Seite. Wo könnte die sein? Finde die auf der... Die denen auf der Kristallkugel gleichen. Nein, nein, nein. Ja, die ist klar. Aber wo ist die andere? Ich sehe sie gerade da. Sometimes an evil creature called a Koshmar slips through. It chooses a person full of hatred to possess and feed on. Okay. Das war Then einfach. It turns anyone who does the victim harm into minions called mask wraiths. Da ist die eine und da ist die andere. That's where the Order comes in. Humanity's defenders against the darkness. Eine ist da, wo befindet sich die andere? Da oben. Members of the Order can return the mask wraiths to human form. And imprison a Koshmar in an ancient artifact called an Incarcery Stone. These stones can grant great power if one is willing to risk the Koshmar escaping. So, jetzt müssen wir immer noch zwei Runen finden. Die eine ist da. Wo versteckt sich die andere? Direkt da drüber, okay. Some members have wished to use the Incarcery Stones, despite the risk. But in the end, the Order forbade it, and commanded the stones be kept hidden. Und jetzt können wir rein. Juhu! Sylvia? Free! But I... Hold your fire! Are you all right? With the Incarcery Stone stolen, we were left with no clue to follow. But 2 days later, a magical rift appeared over the city of Lichtenheim. Neue Errungenschaften. Der gestohlene Stein. Dialoge, Motive, Mission, Dieb. Okay, wir können sogar jetzt mal einen Dialog führen. Aber den werden wir erst im nächsten Part führen. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Und würde mich freuen, wenn ihr zum zweiten Teil von Grimmige Legenden 3 die dunkle Stadt einschaltet. Ich bin der Hiro. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.